Nun, guten Abend, liebe Fußballfreunde. Hier ist Dresden. Sie wissen schon, Dresden, die Kunststadt, die Kulturstadt und natürlich inzwischen auch ein bisschen die Fußballstadt. Ja, da wollen wir mal so ein kleines bisschen nach vorne gehen. Da ist nämlich mein Lieblingsmoderator, der Jörg Dahlmann, den werde ich jetzt gleich ganz herzlich begrüßen. Heute Abend, Spiel der Spiele, Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen. Da wird richtig gebäppelt, hier auf dem Rasen, im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion. Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb, da freuen wir uns. Guten Abend, Jörg, schön, dass du da bist, mal wieder in Sachsen. Ja, schönen guten Abend, Gerd Zimmermann. Reporter, Legende vom Mitteldeutschen Rundfunk und Dankeschön, dass du mitgemacht hast, auf Sächsisch mal die Zuschauer zu begrüßen. Gebäppelt, hast du gerade gesagt. Gebäppelt. Wir in der Schule haben immer gesagt zur Mutter, wir gehen heute bäppeln. Da wusste die, aha, es müssen neue Schuhe gekauft werden, der Fußball wird traktiert. Fußballspielen heißt in Sachsen bäppeln. Wie schreibt man das? Mit Rischbapsch. Bertha bäppeln. Na guck mal, haben wir da einiges gelernt. Aber da du jetzt gerade bei uns bist, ja, sag uns doch mal die sportliche Perspektive von Dynamo Dresden. Wann glaubst du, ist Dynamo reif für die erste Liga? Oh, zuerst müssen wir Dresden mal ganz tief stapeln, weil das ist ja hier eine Ruine. Ja? Wenn wir ein Fußballstadion wenigstens mal angefangen haben zu bauen, dann reden wir über die erste Bundesliga. So würde ich es zumindest handhaben. Danke, Gerd. Wir schauen auch mal auf die Realität. Wie sieht es denn aus in der Tabelle im Augenblick? Wo steht denn Dynamo Dresden? Und in der ersten Tabellenhälfte finden wir sie noch nicht. Da haben wir aber Alemannia Aachen da ganz am Ende. Aber Sie sehen, es sind 5 Punkte bis zu einem Aufstiegsplatz. Und wenn wir uns die Tabellenhälfte 2 anschauen, dann schauen wir auch auf Dynamo Dresden. Da sind es nämlich genau 6 Punkte. Also, das bedeutet, für beide Mannschaften sollten heute 3 Punkte her, um wieder den Anschluss zu schaffen an die Tabellenspitze. Das weiß natürlich auch der Trainer von Dynamo Dresden, Christoph Frank, und der steht jetzt bei Aik Galay. Ja, Christoph Frank, lass uns gleich mit der Aufstellung anfangen. Joshua Kennedy fehlt, hat einen leichten Bandscheibenvorfall. Wer wird ihn ersetzen? Also Christian Fröhlich wird auf seine Position rücken. Er kann das. Er hat schon Mittelstürmer gespielt. Er hat auch schon offensiven Mittelfeld zentral gespielt. Ich hoffe, er kann ihn ersetzen. Das ist aber doch ein bisschen ungewöhnlich. Der kleine Fröhlich da vorne drin. Ja, wir haben niemand anders und vom Spielerischen her kann er es hundertprozentig, vom Kopfballspiel natürlich nicht. Auch ein ganz wichtiger Spieler, oft ein bisschen unterschätzt, Kukielka fehlt wegen einer Leisten-OP. Wer kommt für ihn? Für ihn kommt Witold Wawrzyniak, das sollten wir schon im Sommer. Dort hat es nicht ganz geklappt, versuchen es heute nochmal. Es sind 2 wichtige Spieler, die uns fehlen, gerade gegen die Aachener, die im Luftbereich sehr stark sind. Und ich hoffe, dass wir die beiden Ausfälle kompensieren können. Zuletzt gab es ein 2:2 auswärts. War das nun ein Gut, weil es ein Punkt war nach 2 Niederlagen, oder war das schlecht, weil dieses Unentschieden erst so spät zustande kam? Ja, es war so eine halbe Sache. Es war vom Spielverlauf her gerecht, denke ich, dieses 2:2. Aber 2 Minuten vor Schluss und die Woche vorher in Bochum auch 2 Minuten vor Schluss, das hat uns natürlich gewurmt. Wie stehen Sie zu Montagsspielen grundsätzlich? 4-mal seit dem Wiederaufstieg ist Dynamo am Montag gestartet und 4-mal ging es in die Hose. Das stimmt, wir haben jedes Mal verloren, aber ich sage so, und der Mathematiker sagt das, je länger eine Serie geht, desto eher wird sie durchbrochen und heute haben wir die Chance dazu wieder. Ganz besonders wichtig natürlich das Mittelfeld. Oswald, Beuchel waren der Dynamo zuletzt immer in der letzten Saison. Jetzt stottert das ein bisschen, ist das richtig? Hat objektive Ursachen. Der René Beuchel konnte in der Vorbereitung nicht voll trainieren und Carsten Oswald hat einen Motorradunfall und Probleme mit dem Rücken und hat dort dadurch auch das volle Trainingsprogramm nicht machen können, aber sie stellen sich zur Verfügung und ich denke aber auch, es wird immer besser. Danke, Christoph Franke. Wir sind wieder zurück in Dresden. 3 Dinge haben die Dynamos und die Alemannen gemeinsam. Erstens die Vereinsfarben, beide sind schwarz-gelb gekleidet, normalerweise von ihren normalen Trikots her. Und zweitens, nach 4 Spieltagen standen beide Teams noch auf einem Aufstiegsplatz der zweiten Bundesliga. Und drittens, beide Teams fielen danach in ein Loch. Wer als erstes nun rauskrabbelt aus diesem Loch, das verrät Ihnen und uns, unser Reporter Uwe Morabe. Viel Spaß. Ja, es ist so eng in dieser Liga 2. Wer heute gewinnt, der hat wieder den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Den Tabellenführer Energie Cottbus und den ersten Nicht-Abstiegsplatz Energie Aue trennen ganze 9 Zähler. Da ist fast überhaupt noch nichts passiert. Und wer hier heute das Spiel für sich entscheidet, der hat wieder richtig gute Karten.
Christoph Franke, der Trainer von Dynamo Dresden, muss die Partie mit zwei Handicaps bestreiten. Zwei ganz wichtige Leistungsträger fallen aus, Kukielka hinten und der beste Stürmer des Teams, Joshua Kennedy, hat einen Bandscheibenvorfall. Wir schauen mal auf die Aufstellung des Gastgebers von Dynamo Dresden. Opitz, der Dauerläufer, der ist gesetzt in der Innenverteidigung. Wawrczyk ersetzt Kukielka und Fröhlich, eigentlich ein reiner Mittelfeldspieler, dachte man. Der erinnert sich an alte Zeiten, hat vor Jahren bei St. Pauli mal vorne drin gespielt. Heute als Notstürmer an der Seite von Marco Vorbeck. Alemannia Aachen, da gibt's Entwarnung an der Personalfront. Rainer Plass-Hendrich nach Nasenbeinbruch wieder dabei. Ganz wichtiger Mann als Stabilisator im defensiven Mittelfeld. Schlaudraff, Rösler, Meier, das sind richtig gute Leute. Und man will endlich wieder spektakulären Offensivfußball bieten. Zuletzt ja zwei Niederlagen von Alemannia. Beide 0:1, also ohne Tor. Ich denke, das wird eine tolle Sache hier vor gut 18.000. Wir sind gleich wieder für Sie da. Zurück im Rudolf-Habig-Stadion. Dynamo Dresden gegen Alemannia Aachen. Zwei Vereine mit ganz viel Tradition und großer Geschichte. Auch zu den beiden finden Sie Interessantes auf unserem Handygame. Senden Sie eine SMS mit dem Kennwort Liga an die Nummer 43210. 43210. Leicht zu merken. Und da können Sie Ihr Fußballwissen erweitern. Die Mannschaften kommen. Und die erste Frage, die sich stellte, die sehen Sie schon. Da, rot-weiß, die Ausweichkluft von Alemannia Aachen. Die müssen Sie ja so gut wie nie anziehen. Denn gelb-schwarz, die Farbe beider Vereine und sonst in Deutschland nur von Borussia Dortmund. Zumindest das, was irgendwann mal sich Rang und Namen verdient hat. Die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. René Beuchel und Erik Meyer bei Peter Gagelmann. Vor 6-7 Minuten haben wir Ihnen noch berichtet, Entwarnung an der Personalfront bei Alemannia Aachen. Rainer Plass-Hendrich dabei als Stabilisator der Abwehr. Und dann hat er sich beim Wahrmachen eine Zerrung zugezogen. Ganz kurzfristig noch ein Wechsel im Team von Alemannia Aachen. Emil Noll, eigentlich Linksverteidiger, rückt ins Mittelfeld auf die Plass-Hendrich-Position. Und es ist das Spiel Nummer 499 für Willi Landgraf. Zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn, war ja längere Zeit verletzt. Bernd Rau konnte als Rechtsverteidiger aber nicht voll überzeugen. Jetzt hat Landgraf das Trainingslager in Holland genutzt, sich reingekniet, hat gebissen und nach zwei Kurzeinsätzen jetzt von Beginn dabei. Hat sich mit Walkman hier beim Einlauf nochmal richtig heiß und warm gemacht. Willi Landgraf am Freitag vielleicht die Runde 500. Zu Hause auf dem Tivoli gegen Kickers Offenbach. Also, Partie ist eröffnet. Dynamo Dresden in gelb-schwarz. Zunächst von rechts nach links. Vorbeck. Der Gastgeber seit vier Partien ohne Sieg. Es gibt ja manchmal Erfolge, die sind wegweisend. Und zwar ganz anders, als man denkt. Letzter Dreier, letzter Sieg von Dynamo Dresden war das. Viel umjubelte 2:1 vor 66.000 Zuschauern in der Münchner Allianz Arena bei den 60ern. Und oft sind ja solche Dinger, die richtig Euphorie freisetzen im Umfeld, dann eine Belastung für die Mannschaft. Wawrczyk. Dexter Langen, der Rechtsverteidiger, schon mit zwei Saisontoren. Beide Mannschaften lieben es, ihr Spiel über die Flügel vorzutragen.
wird an den Außenlinien viel Betrieb sein. So wie hier. Kagara. Jan Schlaudraff wurde in dieser Saison auch schon als Spitze ausprobiert, hat auch schon 4 Treffer gesetzt. Heute etwas weiter zurückgezogen. Wieder da, wo er groß geworden ist. Im offensiven Feld. Erste Standardsituation für Dynamo. Beuchel kommt nicht ran. Oswald setzt nach. Kagara. Vorbeck. Sie müssen ihr Spiel durch den Ausfall von Kennedy etwas umstellen. Vorbeck eigentlich der Stürmer, der nach außen ausbricht und Kennedy im Zentrum sucht, muss man heute etwas anders machen. Erik Meyer. Schukalo. Pinto. Schlaudraff, Fahne bleibt unten, sah leicht nach Abseits aus. Willi Landgraf, gute Flanke. Beide beginnen mutig, beide beginnen offensiv, schon in den ersten 3 Minuten zu erkennen. Tor bei der Alemannia weiterhin Christian Nicht. Langjährige Stammkeeper Stefan Straub immer noch verletzt. Aber Nicht ein sehr guter Vertreter. Noll. Schukalo. Jetzt auch Alemannia Aachen mit dem ersten Freistoß. Da sind sie ganz gefährlich. 9 Treffer schon nach Standardsituationen. Letztes Jahr, da war das unglaublich. Da haben sie allein nach Eckstößen 15 Tore gemacht. Sergio Pinto bringt die Dinger ganz gefährlich rein. So wie auch hier. War perfekt getreten, aber keiner ging hoch. Auch Steele kam nicht ran. Alexander Ludwig. Oh, Dennis Ansgar bringt man. Pferdekuss bekommen. Aber es geht weiter beim Routinier. Spielte schon vor 16 Jahren in Liga 2 bei Preußen Münster. Ansgar Brinkmann. Schlaudraff probierte immer wieder mit Täuschungen und dann den Ball durchlaufen lassen auf Meier. Brinkmann, der hat immer noch eine begnadete Technik. Gut gemacht, Beuchel, aber Abseitsposition Marco Vorbeck. Was wir über die Formkurve des ganzen Teams gesagt haben,
Der Höhepunkt bisher in der Saison, der Sieg bei 1860, das gilt auch und speziell für Marco Forbeck. Er damals Doppeltorschütze und seitdem ohne Tor. Freistoß rausgeholt von Rösler. Umkämpfte Zweikämpfe. Zuschauerschnitt bisher bei Dynamo Dresden 17.500 und ich denke, das ist auch ungefähr die Zahl, die heute hier erschienen ist. Dynamo ist der beliebteste Verein im Osten der Republik. Und fesselt die Massen insgesamt wohl noch etwas mehr als zum Beispiel die Hertha. Und das, obwohl sie 9 Jahre lang aus dem Profifußball verschwunden waren. Alexander Ludwig gegen Landgraf, der Junge gegen den Alten. Ludwig. Oswald, Schussposition. Will er aber nicht. Über links, über Kagara. Meuchel. Ansgar Brinkmann. Ansgar Brinkmann, Vorweg, super Bewegung. Erste ganz dicke Torchance und sie geht an Dynamo Dresden. Klasse Solo von Ansgar Brinkmann und der erste Teil der Aktion von Forbeck. Das hier, das war riesig gemacht. Der Schuss dann leider nicht ganz so. Wurde, glaube ich, auch noch ganz leicht geschubst, deswegen kam er aus der Balance, aber reichte natürlich nicht für einen Elfmeter. Geschickt gegen Rösler da noch ran. Und so ein bisschen halbherzig sah es auch aus. Sicherung. Sergio Pinto beginnt heute etwas stärker eingerückt, nicht ganz draußen an der Linie. Meier kommt da nicht dran. Sie haben die Chance auf 14.600 Euro. So groß mittlerweile unser Jackpot mit einer oder sagen wir mit 2 Wissensfragen. Eine ist einfach. Was sind die Vereinsfarben von Alemannia Aachen? Kleiner Tipp, das Rot-Weiße, das sind heute die Ausweichtrikots der Gäste. 01379 699 699 und wenn Sie Glück haben, dann werden Sie nach dem Spiel zu Jörg Dahlmann durchgestellt und Sie haben die Chance auf eine richtig große Summe. Das alles auch mit SMS möglich. Rösler, aber Wawrczyk vor dem Aachener am Ball.
Jetzt haben wir die erste Ecke. Und vergessen wir nicht, Kukielka fehlt, Kennedy, der natürlich auch hinten aushilft als großer Mann. Ja, die sind unglaublich gefährlich bei Alemannia Aachen. Emil Noll. Waren gleich zwei, fast drei Aachener frei vor Kresic. Es war Schukalo, nicht Noll. Goran Schukalo, und den kann man auch durchaus platzierter setzen. War eine Riesenchance. 1:1 nach exzellenten Möglichkeiten in einer interessanten Anfangsphase. Graf gewinnt ein Kopfballduell. Oswald, wie mehrere Dynamo-Spieler in den letzten 10 Tagen von einer Grippe geschwächt. Rechtzeitig zum Spiel heute sind sie dann doch alle fit geworden. Landgraf auf Schlaudraff. Der ist schnell. Aber wählt die falsche Route. Mitten durch den Mann geht's nicht. Pinto. Rösler raus auf Landgraf. Gäste werden stärker, werden dominanter. Kresic. Alemannia Aachen, die Mannschaft von Dieter Hecking, macht einen sehr konzentrierten Eindruck. Da liegt ein Spieler verletzt auf dem Boden. Sascha Rösler hat es da durchgerüttelt. Natürlich überhaupt keine Absicht und auch gar nicht richtig zu erkennen, wie sich Rösler dann da verletzt hat. Wahrscheinlich eher beim Fall, aber es geht weiter. Gefährlich von Brinkmann, darf man so nah vom Tor nicht tun. Landgraf, der wird doch wohl nicht. 5 Jahre ist es her, dass der mal ein Tor geschossen hat. Damals war es genau so ein Ding auf dem Tivoli aus 30 Metern in den Giebel. Ich glaube gegen den LR Aalen. Hat gesagt, einen Lebenstraum hat er noch. Ein Kopfballtor im Westfalenstadion in der Bundesliga machen. Manche Wünsche werden wohl nie wahr. Aber ist einfach ein positiver Typ, wichtig in der kritischen Phase der Aachener. Nach 3 Niederlagen in 4 Partien, dass der wieder fit ist und dabei ist. Der Anfangsschwung von Dynamo dahin, im Moment macht die Alemannia das Spiel. Schukalo. Meier. Rösler. Fröhlich dazwischen. Nur ein ganz leichter Zupfer. Da ging er dann doch zurück ins Mittelfeld, dieser Christian Fröhlich. Er ist halt nicht der Gelernte, der echte Stürmer. Den hätte man fast gar nicht unbedingt pfeifen müssen, aber nun gut.
Vorbeck. Beuchel zurück zu Vorbeck. Der ist schneller als Sichone. Aber der hatte das bessere Timing. Alles fair, alles Ball von Moses Sichone. Hat mittlerweile die Karriere in der Nationalmannschaft von Sambia beendet. War ihm zu viel Stress. Einmal hin und her und Sambia ja auch schon früh keine Chance auf die WM-Teilnahme gehabt. Dresden steht mittlerweile so tief, so abwartend, als wäre es ein Auswärtsspiel. Und das merkt das Publikum auch, feuert das Team an, ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen mehr an sich selbst zu glauben. Schlaudraff. Schukalo. In der Mitte der Mann in Gelb, Joshua Kennedy, der so wichtige Stürmer, der einen leichten Bandscheibenvorfall hat. Erik Meyer. Noch abgelaufen von Volker Opitz. Das ist übrigens einer, das ist unglaublich, dieser Volker Opitz. Die Konstante schlechthin, seit dem Wiederaufstieg, hat er nicht eine einzige Minute gefehlt im Team von Dynamo Dresden. 42 Spiele am Stück, alle über 90 Minuten. Meier! Zweite Ecke, zum zweiten Mal Gefahr. Nicht gut geklärt. Dexter Langen direkt vor die Füße von Erik Meyer. Der Faden bei den Gastgebern im Moment völlig abgeschnitten, können den Ball kaum über 3-4 Stationen halten. Dexter Lange. Opitz. Im Bild Carsten Oswald. Sie merken, so richtig aggressiv, so richtig bissig ist das nicht, was Dynamo spielt. Die beiden letzten Heimspiele, Niederlage gegen Paderborn, davor unentschieden gegen Braunschweig. Schau jetzt mal auf Pinto. Die alte traditionelle Heimstärke ist ein bisschen weg. In der letzten Rückrunde haben sie hier im Rudolf-Habich-Stadion ja fast alles weggefegt. Aber sowohl Oswald als auch Beuchel, die im Spielzentrum agieren, hatten in der Saisonvorbereitung mit Verletzungen bzw. Oswald mit einem Motorradunfall und den Folgen zu kämpfen. Und die sind noch nicht richtig drin, die sind noch nicht bei 100%. Ähnlichen Problemen hatte auch Dieter Hecking in der Vorbereitung auf die Saison zu kämpfen.
Landgraf Meier Klitzbehrer, der immer noch nicht voll fit ist. Torhüter Straub. Allesamt konnten die Vorbereitung nicht durchziehen. Schuckerl. Schlaudraff hat sehr gute Bewegung drauf. Landgraf so offensiv wie selten, vor allem in Auswärtspartien. Pinto ganz überraschend reingezogen. Alemannia Aachen im Moment das eindeutig bessere Team. Sehr gute Flanke. Rösler wäre da gewesen, hätte genau gepasst. Aber der zuverlässige Oppitz zur nächsten Ecke. Und da schreien sie sich gegenseitig an. Es passt im Moment überhaupt nicht in der Abwehr. Und wieder Erik Meier. Wenn du so dominant in der Fremde bist, dann musst du irgendwann den Treffer auch setzen. Seit über 200 Minuten Alemannia Aachen. Das doch so offensiv starke Alemannia Aachen. Ohne jedes Tor. Aber sie haben eine eindeutige Hoheit in der Luft. Sie müssen sich Freistöße und Eckbälle rausarbeiten. Dann entsteht Gefahr. Ist er relativ kleinlich. Ist ja okay, wenn er die Linie durchzieht und die Spieler wissen, woran sie sind. Schiedsrichter Peter Gagelmann. Oh, unnötig. Und das mit dem Kopfballtor im Westfalenstadion wird wohl wirklich nichts mehr. 1,67 groß, Willi Landgraf. Bei der Ecke Ansgar Brinkmann. Oh, da ist nur der Torwart, Christian nicht. Beto. Ja, waren zwei Fouls. Bei Landgraf wurde noch der Vorteil gegeben. Dann war die Situation nicht mehr so. Wir haben ihn gut verstanden, ja, den Peter Gagelmann. Beim nächsten Mal sieht Alexander Ludwig für so eine Aktion dann gelb. Pinto. Alle Mann mit vorne. Diesmal aber zu kurz getreten. Konterchance Dynamo, Fragezeichen. Noch nicht, vielleicht im zweiten Anlauf. Wieder nicht. Langen kann den Ball nicht verarbeiten. Die sind verunsichert, die Gelb-Schwarzen. Noll. Sichone. Und da ist Erik Meier und aufgestützt. Nein, abseits. Abseits war's. Und Rösler muss aufpassen. Sonst ist er gelb gesperrt. Hat den Ball dann noch ins Tor getreten. Es geht nicht um Meier, sondern dann um Rösler. Schiedsrichter hat mit ihm noch einige Worte geredet. Wieder durch die Luft, wieder hat Dynamo Dresden seine Probleme. Es war vorher schon abseits gegeben. Beuchel. Zu eng und ohne Konzept.
wenn es das im Fußball gäbe. Ich glaube, Christoph Franke würde jetzt mal kurz eine Auszeit, ein Timeout nehmen und die Mannschaft neu einstellen. Freistoß schnell ausgeführt. Landgraf. Pinto startet durch. Gegen Kagara. Das ist ein einziger großer Wackelpudding. Und habe ich ehrlich gesagt keinen Foul erkennen können von Rösler. Hier nochmal die Situation vorher. Der Ausgangspunkt. Das klare Ziehen von Fröhlich und dann hatte Aachen das Spiel ganz schnell gemacht. Und hier, ja, war für mich kein Foul. Aber wir haben den nächsten Freistoß schon. Und wieder für die Gäste. Kann man sogar direkt probieren, aber Pinto wieder mit der Flanke und beinahe doch direkt. Führung längst überfällig, sie wäre hochverdient, aber sie will nicht fallen. Haben Sie gesehen, da war Mirko Kasper kurz mit der Bewegung, mit der Hand Richtung Ball, hat vielleicht Krešić sogar noch irritiert. Nächster Eckstoß. Da war mit dem einen Ball etwas nicht in Ordnung. Und Zeitspiel ist das ganz bestimmt nicht, was Aachen hier im Moment zelebriert. Denn die sind ja am Drücker. Sascha Rösler. Dexter Langen in Not. Sergio Pinto. Schlau drauf. Zu steil auf Meier. Aachen lässt den Ball auch gut laufen. Dynamo kommt gar nicht dazu, sich hier in 1:1 Duelle zu verbeißen, sich reinzuhängen. Aber weiterhin steht auf beiden Seiten die Null. Schlaudraff. Schlaudraff, Landgraf mit der zweiten Welle. Hinweis auf den nächsten Sonntag aufgrund der DFB-Pokalspiele. Unser Live-Spiel nicht wie üblich am Montagabend, sondern am Sonntagabend. Vormerken, weil es
kein normaler Termin ist. Siegen gegen 1860. 90 Minuten, dann wieder Live-Fußball aus der zweiten Liga. Keine Bewegung. Selbst beim Einwurf ist der Ball tragende Mann richtig arm dran. Keiner kommt da und hilft. So, wir können uns überzeugen, dass Christian nicht, der Aachener Keeper, nicht in ein Nickerchen verfallen ist. Hatte 20 Minuten lang überhaupt nichts mehr zu tun. Das mit Abstand Beste ist der Spielstand aus Sicht von Christoph Franke. Chance für Kaspar Vossen. Selbst der Linksverteidiger mit dicken Tormöglichkeiten für die eigentlicher gelb-schwarzen Alemannen. Mirko Kaspar abgefälscht war, deswegen Krešić ausgebremst. Und jetzt ist er drin. Und das war überfällig. Und einer der besten Alemannen hat es besorgt, Jan Schlaudraff. Es war eine, nicht unbedingt schwere, aber eine lange Geburt. Sie waren so überlegen und das ist wunderschön. Ganz satt abgezogen. Jan Schlaudraff. Da kannst du nichts machen als Keeper. Der wird zu einer echten Tormaschine. Fünfter Saisontreffer schon für Schlaudraff. Jetzt haben sie die spielerische Überlegenheit dann auch in Zahlen umgemünzt. Bisher die Trips quer durch die Republik. Alles so 600-700 Kilometer. Nach Rostock, nach Cottbus, nach Aue. Das waren trübe Rückreisen im Bus für Alemannia Aachen. Da haben sie bislang keinen Zähler mitgenommen. Jetzt Dresden. Das sieht anders aus. Hier könnte wahrlich was Zählbares rauskommen. Vielleicht ist das Gegentor, so komisch das klingt, aus Dynamo-Sicht vielleicht sogar ganz gut. Das hing die ganze Zeit in der Luft, hat das Team völlig verkrampft, diese Überlegenheit von Aachen. Jetzt ist es halt raus. Jetzt führen die Gäste und jetzt kann man eigentlich neu anfangen. Jetzt weiß man, was man tun muss. Nach vorne spielen. Fröhlich mit dem Freistoß. Wawczyczek, der hat eine Klebe. Und was für eine! Die einen brauchen 25 Minuten Dauerdruck. Die anderen einen. Witold Wawczyczek. Man kann ein Tor auch einfach mal in 10 Sekunden machen. Fröhlich mit dem Freistoß, dann etwas unglücklich, Noll, aber da kann man doch nicht sagen, Abwehr vor die Füße des Gegners, der war doch eigentlich weit genug rausgeköpft. So trifft man den nicht alle Tage, selbst wenn man so einen guten Linken hat wie Witold Wawczyczek. Einst, als er noch in Cottbus spielte, sagte nach einem Hallenturnier Stefan Effenberg mal, was ist denn das für einer, der braucht ja einen Waffenschein, weil er da immer aus 10, 12 Metern auf die Kiste zog. Unverhoffte Geschenke sind die Waren. Wieder Stimmung im Fanblock. Wie verarbeitet das Alemannia Aachen? Sie waren hier hoch überlegen, sie waren verdient in Führung gegangen und die ganze Geschichte dauerte sie überhaupt 60 Sekunden, ich glaube fast nicht mal.
Natürlich nimmt das gerne mit, auch wenn er fast ein bisschen verschämt reinblickt. Christoph Franke. Ja, krummes Ding, kein Vorwurf an den Aachener Keeper. Zwei schöne Tore haben wir gesehen. Rösler, nur zur Erinnerung, beim Einwurf gibt es kein Abseits. Hatten die Dynamo-Abwehrspieler gepennt. Alles fair. Gut gekämpft von Erik Meier. Der jetzt immer noch Dennis Kagara. Die Ärzte müssen ganz um den Platz rum. Die Dresdner im Moment nur zu zehnt. Kagara wird am Spielfeldrand behandelt. Landgraf sucht den Torschützen. Aber der andere Torschütze, der Dresdner dazwischen. Wawrzyniak vor Schlaudraff. Diesmal Schlaudraff vor Wawrzyniak. Und das könnte die allererste gelbe Karte der Partie geben. Klar gezogen von Thomas Stehle gegen Marco Vorbeck. Trikotvergehen. Und das bei einer vielversprechenden Aktion für den Gegner. Da ist Gelb zwingend erforderlich. Da hat Schiedsrichter Gagelmann nicht den Ansatz von Handlungsspielraum. Auch schon seine dritte. Aachener haben bislang die meisten gelben Karten kassiert in dieser zweiten Ligasaison. Und Dresden wieder komplett. Dennis Kagara, der dänische U21-Nationalspieler, wieder dabei. Kein Freistoß, nur ein Wurf, kein Foul. Eckstoß getreten durch Christian Fröhlich. Meier. War nicht gut. Ludwig. Verschätzt von Landgraf. Oswald kann die Kugel nicht kontrollieren. Es wird ein bisschen wilder jetzt. Diese beiden Tore haben Emotionen freigesetzt. Und die klare Struktur hat im Spiel von Alemannia Aachen etwas zerstört. Gibt es jetzt auch die gelbe Karte auf der anderen Seite. Oswald, ja, hat gelb gesehen. Und der kennt das durchaus. Dritte gelbe Karte gegen Oswald. Letzte Saison 13 Knöllchen gesammelt. So viel wie kein anderer Spieler in Liga 2 letzte Saison. Carsten Oswald. Jetzt macht das wohl direkt. Sergio Pinto. Derselbe Mann noch bei der Ecke, Sergio Pinto.
Steele kommt daran. Und sie können sich nicht befreien. Emil Noll. Steele und dann Emil Noll. Jede Ecke bringt einen richtigen Herzkasper für die Dynamo-Fans. Und die Gelb-Schwarzen aus Aachen, denn das sind ja ihre traditionellen Farben. Das nur als ganz kleiner Tipp für unsere Gewinnspielfarbe. Frage, sind hier weiterhin dominant? Eine SMS mit Liga A, falls Sie glauben, schwarz-gelb, sind die Vereinsfarben von der Alemannia an die 83111. Liga B für Rot-Weiß. So spielen sie heute. Wenn wir bei den Farben sind, übrigens ganz interessant, dieses hier, dieses Rot-Weiß, das sehen Sie auch noch im D der Dynamos. Das war ihre Trikotauswahl. Lange, lange Zeit, bis 1968. Ja, sie haben erstmal Rot-Weiß begonnen und dann in den 60er Jahren sogar Grün-Weiß, das Land Sachsen. Und 1968 erst hat man sich entschieden, nein, nicht das Land Sachsen ist es, sondern die Stadt Dresden. Die Stadtfarben wurden dann übergezogen. Das aber erst vor 37 Jahren. Na, knappe Entscheidung. Dürfte eigentlich fast noch gleiche Höhe gewesen sein von Erik Meyer. Ist aber ja immer verteufelt schwer zu erkennen für die Assistenten, wenn ein Stürmer durchstartet und Abwehrspieler rauslaufen. Rösler, nächste Standardsituation. Sie setzen sich wieder am Dresdner Strafraum fest. Rösler hatte schon. Heute noch nicht so auffällig, Sascha Rösler. Bisher der eindeutig effektivste Alemanne mit 4 Toren und 5 direkten Vorlagen. Aber bei Oppitz bislang gut aufgehoben. Rösler hat auch diesen 4 Spielen, wo es bei Alemannia nicht mehr so gut läuft, nicht mehr so rund läuft, nicht mehr getroffen. Kein Abseits. Beuchel. Ludwig, von dem war bislang kaum was zu sehen. Früher ja auch U21-Nationalspieler Alexander Ludwig. Könnte er immer noch sein, aber Dieter Eils sagt, er hat nicht die hundertprozentig profihafte Einstellung gehabt. Es ist Halbzeit. Interessante Partie, komische Partie. Aachen hier klar besser, aber 1:1 Dresden mit der unmittelbaren Antwort nach dem Rückstand. In der Halbzeit jetzt das News Center aus München. Wir sind wieder zurück im Rudolf-Habig-Stadion. Die Mannschaften trudeln so langsam wieder ein. Es wird wohl einen Wechsel, vielleicht sogar 2 geben. Klitzbera und Heidrich haben sich bei den Aachenern warm gemacht. Noch ist es nicht so weit. Also nochmal Zeit für unseren Hinweis auf das DSF-Handygame. Da gibt es richtig gute Sachen zu erfahren. Da können Sie sich und Ihr Fußballwissen testen mit einer SMS und dem Kennwort Liga an die 43210. Thomas Steele ist in der Kabine geblieben, hat leichte Oberschenkelprobleme, haben wir gehört. Deswegen wird Alexander Klitzbera jetzt in der Innenverteidigung stehen. Und wir haben den Co-Trainer der Alemannia bei Jörg Dahlmann.
Ja, auch eine Figur der Bundesliga. Dirk Bremser, ehemaliger Bundesligaspieler, jetzt Co-Trainer. Können Sie nicht im Bauch beißen, so viele tolle Chancen, die Sie hatten und nicht genug verwertet? Ja, sicherlich. Aber ich denke, wenn wir aus dieser Ordnung weiterspielen, werden wir auch dafür belohnt und werden das zweite Tor machen. War halt Pech. Wir gehen in Führung, dann durch so einen Sonntagsschuss den Ausgleich zu bekommen. Aber ich denke, wir sind feldüberlegen. Wir werden weiter versuchen, aus der Ordnung zu spielen. Und dann wird die eine oder andere Chance noch kommen. Und die werden wir dann versuchen zu verwerten. Danke, Dirk. Vielleicht ja sogar durch den neuen Mann, Alexander Klitzbehrer. Extrem kopfballstark, auch in der Offensive bei Ecken und Freistößen. Und die waren bislang ja äußerst gefährlich. Zu Ihrer Orientierung nochmal die Farbverteilung, weil es etwas ungewohnt ist. Alemannia Aachen in rot-weißen Ausweichtrikots. Sie haben ja dieselben Vereinsfarben, nämlich gelb-schwarz, wie auch Dynamo. Gleich geschoben von Emil Noll. Auch von Ansgar Brinkmann am rechten Flügel kaum was zu sehen. In der letzten Saison, als Dresden die Alemannia 2:0 schlug, da war er mit der 35. Ansgar Brinkmann, der überragende Mann auf dem Platz, hat sie reihenweise vorgeführt. Davon bislang nicht zu sehen. Kompromisslos. Und zu Ihrer Information, der Ball blieb so gerade eben noch im Stadion. Hat es nicht übers Dach geschafft, Christian Licht. Wie wird es jetzt weitergehen? Alemannia Aachen war hoch überlegen, aber so eine Pause bricht ja auf den eigenen Rhythmus. Und Dresden konnte sich neu einstellen, sich sammeln. Die Aachener, sie sind vielleicht die spielstärkste Mannschaft in der zweiten Liga. Wenn sie ins Rollen kommen, gerade zu Hause, dann geraten so manche Gegner unter die Räder. In dieser Saison ja auch schon 6 Tore gemacht gegen Aalen zum Beispiel. Aber in den letzten Wochen haben sie Sinn und Zweck der Veranstaltung oft vergessen. Fußball ist ein Ergebnissport. Und das passt nach den gezeigten Leistungen auch heute bislang noch nicht. 1:1. Schmeichelhaft für Dresden. Pinto. Schukalo. Sehr schön gemacht auf Landgraf, aber das war nicht gut. Jetzt mal Platz für Dynamo. Über Brinkmann nimmt Dexter Langen mit. Aber so ein bisschen Fahrt draußen aus dem Angriff. Beuchel. Schlaudorf. Landgraf wurde gefoult. Ja, richtige Entscheidung, kam Alexander Ludwig zu spät. Freistoß, und Freistoß bedeutete in der ersten Hälfte fast immer Gefahr. Sergio Pinto. Etwas zu kurz. Schukalo hätte da Schlaudra vielleicht überlassen sollen. Und man erkennt zumindest, dass Dresden sich vorgenommen hat, auch mal wieder entschlossen zu kontern. Hier gegenzuhalten. Fröhlich.
Das war die falsche Richtung. Meier wurde von hinten getroffen. Freistoß. Pinto. Schlau drauf. Vorweg. Er ist praktisch der einzige Stürmer. Fröhlich mittlerweile viel häufiger im Mittelfeld als in der Sturmspitze. Schlaudraff. Ja, da hat er Glück. Den hätte man nicht geben müssen, aus meiner Sicht. Wir können es ja nochmal überprüfen. Nee, da war keine aktive Bewegung von Oswald da. Er bringt den Runenball immer wieder in Bewegung. Sergio Pinto. Raus auf Landgraf. Mal eine neue Variante. Keine geglückte. Schukalo, Rösler. Rösler! Ein Tor schöner als das andere. Der dritte absolut sehenswerte Treffer der Partie. Sascha Rösler. Dem war kaum was gelungen, aber der hat einfach eine hohe, hohe Grundqualität. Der kann sowas einfach. Sie führen erneut. Schukalo, und den musst du erstmal so verarbeiten. Erstmal ihn überhaupt sich runterholen, beziehungsweise hochholen und dann sofort die schnellen 2-3 Schritte und die Schusstechnik obendrauf. Sascha Rösler. 5. Saisontor. Und dass das verdient ist über die gesamte Spielzeit hinweg, da kann es keine zwei Meinungen geben. Dresden erneut gefordert. Beim ersten Mal, da brauchten sie keine 120 Sekunden. Fast hätte sich Geschichte wiederholt. Jetzt, wo die Alemannia in Führung gegangen ist, können wir ein bisschen durchatmen. Wie sind die Vereinsfarben der Gäste? Schwarz-Gelb A oder B Rot-Weiß? 14.600 Euro im Jackpot. Diese einfache Frage beantworten. Und wenn Sie Glück haben, dann sind Sie der Auserwählte, der bei Jörg Dahlmann dann noch eine etwas schwere knacken kann. Nochmal aus der anderen Perspektive. Schukalo, und kann man nicht meckern. Prima gemacht von Sascha Rösler. Und so als Dropkick, da wird der Ball verflucht schnell. Da hast du als Keeper keine Reaktionszeit mehr. Zumindest was die Auswärtsspiele angeht, die beste Leistung von Alemannia Aachen in der Saison. In Rostock waren sie auch schon durchaus gut. Da war die Niederlage sehr, sehr unglücklich. Und dann haben sie noch eine starke zweite Halbzeit in Unterhaching gespielt, wo sie aus einem 0:1 noch einen Sieg gemacht haben. Aber das ist hier über die gesamte Distanz bislang durchaus beeindruckend.
Oh, 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 die sind von der Rolle. Das war ein krasser Fehlpass. Der ist fast nur durch die Grippewelle von Dresden in den letzten Tagen zu erklären. Von Kapitän René Beuchel. Trainer Christoph Franke hat immer wieder gesagt, als sie so toll gestartet waren mit 3 Siegen aus 4 Spielen, diesem Überraschungscoup in München, wir sind doch noch nicht so weit. Das ist doch Quatsch, was hier erzählt wird, dass wir ein Kandidat für den Aufstieg wären. Hat jetzt noch mal nachgelegt auf die Äußerung des Präsidenten. In 3 Jahren wollen wir Bundesliga spielen. Spätestens, sagte Franke, ja, ist ja schön, aber dann muss er irgendwo mal bei Sponsoren so 2-3 Millionen Euro rauskratzen. Dann können wir darüber reden. War für mich auch kein Foul, bringt man bislang kaum mit Akzenten. Ein schönes Solo. Nach 10 Minuten als Vorback eine Torchance hatte und sonst nichts. Kein Abseits. Sascha Rösler muss es alleine machen oder richtig drauf treten. Er tritt richtig drauf. Meier. Meier abgefälscht. Eckschluss. Die beiden ganz hinten. Wawrzyniczek und Volker Opitz, die gefallen mir noch am besten. Die halten den Laden noch halbwegs zusammen. Sonst wäre es hier unter Umständen schon richtig, richtig kribbelig und kritisch für Dynamo. Pinto. Handspiel von Rösler und ja, schnell weg den Ball, sonst sieht er noch gelb und wäre für das Offenbach-Spiel gesperrt. Der hat schon 4 gelbe Karten gesehen, 3 wegen Meckerns, ist ein echter Hitzkopf. Vorbeck. Fröhlich, jetzt ist er mal in der Spitze, der Notstürmer und es will nichts gelingen bei Dynamo. Carsten Oswald. Gerade die beiden sonst so kampfstarken im Spielzentrum, Oswald und Beuchel. Sie wirken nicht fit. Und wenn die als Dampfmacher ausfallen, dann hat der Dynamo keinen Strom. Im Moment keine gute Phase der Saison für Christoph Franke, aber ich hoffe mal, dass hier irgendwo Ratten aus den Löchern kommen. Dieser Mann hat fantastische Arbeit geleistet. Eigentlich ja ein Chemnitzer Urgestein, dort lange Jahre Spieler und auch Trainer. Auch die hat er schon in die zweite Liga geführt. Auch da hatte er die Klasse gehalten im ersten Jahr. Und Dynamo übernahm er ja sogar in Liga 4. Die haben in der Saison 2001-2002 noch in der Oberliga gekickt. Das ist der richtige Mann, Christoph Franke, hier in Dresden. Sichern. Bisschen lässig gespielt. Das war eine 4 gegen 4 Situationen hätte man mit mehr Zug machen können. Schukalo. Schukalo. Noll.
Erik Meyer auf Landgraf. Die beiden Oldies. Das war ein verzögerter Doppelpass. Suchte wieder Meyer. Rösler. Oh! Der Versuch war es wert. Fehlten wirklich nur Zentimeter. Ganz schnell die Situation erkannt und mit ganz viel Gefühl umgesetzt, Sascha Rösler, nach dem Fehler von Kresic. Ja, was heißt Fehler? Er musste dahin, sonst hätte Meyer eine gute Position gehabt. Aber Rösler stand völlig ungedeckt, darf ja auch nicht passieren. Die Abwehrspieler da nicht bei ihren Leuten. Trotz des Rückstands schafft es Dynamo Dresden bislang nicht, selber Druck zu erzeugen. Fröhlich, so geht's doch. Ludwig auf der rechten Seite hatte den Flügel gewechselt. Immerhin, immerhin. Wenn aus dem Spiel heraus so selten was gelingt, dann werden Freistöße, Ecken immer wichtiger. Jetzt den richtigen Kopf finden. Christian Fröhlich. Sehr weit gezogen, zu weit. Ludwig. Vorbeck in der Mitte, Schlaudraff, da hat der Aachener Glück, dass das Sechster Langen als Foulspiel ausgelegt wird. Das war lässig, das war fast fahrlässig, wie Schlaudraff da hinging. Ja, dann haben eigentlich beide den Fuß oben. Richtig gestreckt war es von Langen auch nicht, aber nun gut. Das sind so kleine Entscheidungen, da muss man nicht nachkacken. Fröhlich. Positionen bei Aachen im Moment nicht richtig bezogen. Schlaudraff. Der ist schwer vom Ball zu trennen. Jan Schlaudraff, Schukalo. Das wird da nix. Es entstehen mehr und mehr Räume im Mittelfeld. Beide Mannschaften schaffen es nicht, den Verbund kompakt zu halten. Oder sagen wir mal, Alemannia Aachen schafft es nicht mehr. Dresden hat es eigentlich die gesamte Spielzeit nicht richtig umgesetzt. Und solche technischen Fehler, die tun richtig weh. Da fällt der nächste Schritt dann umso schwerer. Das wirft einen zurück bei der benötigten Aufholjagd. Meyer bedient Schlaudraff. Der raus auf Pinto. Nächste Ecke. Dieser Volker Oppitz mit der Nummer 3, der da eben geklärt hat. Nicht nur, dass er 42 Profispiele in Folge jede Minute auf dem Rasen stand. Nicht nur, dass er konditionsstark ist. Nee, der ist auch noch fair. Hat seit fast 10 Monaten keine gelbe Karte mehr gesehen und das als Innenverteidiger. Und deswegen ist er auch nie gesperrt. Langen. Schlaudraff absolviert ein großes Pensum, ganz weite Wege, auch nach hinten. Thank you.
Schöne Aktion von Fröhlich. Da sieht man, dass er im Mittelfeld eigentlich wertvoller ist. Richtige Entscheidung. Es war der Stürmer, der geschoben hat. Marco Vorbeck hatte geschubst. Ja, er wird sogar als erstes doch von Sichone angegangen. Und Energie kann sich ja nicht so einfach entladen, wenn du von hinten selber einkriegst. Er wurde auf den Aachener draufgeschoben. Also ganz astrein war es nicht von Sichone. Kann man schon verstehen, dass er sich da aufregt. Kasper. Fröhlich. Bleibt übrigens dabei. Bringt man jetzt links am Flügel, Ludwig rechts. So, jetzt gibt's Gelb gegen Oswald und das heißt Tschüss. Und wenn er Pech hat, kriegt er dafür dann auch eine etwas größere Sperre. Schiri kann noch einen Sonderbericht für dieses Verhalten anfertigen. Schauen wir noch mal drauf auf den Zweikampf gegen Sascha Rösler. Ja, das ist Gelb. Der weiß doch, dass er verwarnt ist. Also, warum regt er sich da noch auf? Ich glaube sogar fast gar nicht über den Schiri, sondern über sich selbst und über diesen völlig verkorksten Abend aus Dynamo-Sicht. Aber, manchmal laufen die Dinge ja genau anders, als man denkt. Jetzt ist das Publikum vielleicht wieder ein Faktor, das schon weggenickt war. Vielleicht gibt das jetzt den Ruck für Dynamo Dresden. In Unterzahl eine jetzt erst recht Trotzreaktion. Auch wenn vom bisherigen Spielverlauf wenig dafür spricht. Jo, jetzt haben sie zumindest einen Buhmann, einen anderen Blitzableiter, weil die eigene Mannschaft pfeift man ja längst nicht so gern aus wie den Schiri. Aber Gagelmann hat bisher zwar kleinlich, aber richtig gepfiffen. Er hat seine Linie durchgezogen, da stimmten die Verhältnismäßigkeiten. Und diese gelb-rote Karte komplett berechtigt. Fröhlich, Vorbeck. Und nächste Freistoß, jetzt wieder Gelb, hat sich eben schon aufgeregt. Und diese Nase hat sich Gagelmann gemerkt, vor 3 Minuten schon mit Protesten, jetzt wieder Marco Vorbeck. Das ist nochmal die Szene von vor 5 Minuten, wo er sich das erste Mal aufgeregt hatte. Bleibt dabei, Gagelmann ist hier wahrlich nicht der entscheidende Mann. Ist eine ordentliche Schiedsrichterleistung. So, ein neuer Mann gab am letzten Spieltag in Siegen sein Debüt, 19 Jahre aus der eigenen Jugend.
Michael Lerchel. Lerchel, Offensivspieler am rechten Flügel. Seine Position wird ein bisschen aufgelöst. Die von Dexter Langen, ein rechter Verteidiger, den braucht man jetzt nicht mehr so richtig. Ja, durch diese Schiedsrichterentscheidung, die unterm Strich alle korrekt waren, ist aber wirklich wieder Hitzigkeit, ist Stimmung in der Bude. Auf einmal Dynamo-Feeling im Rudolf-Harbig-Stadion, fröhlich. Und das lässt keine Mannschaft der Welt unbeeindruckt. Hier in diesem Kessel sind schon so einige untergegangen. In den 70ern zum Beispiel Juventus Turin mit Nationalspieler und Regisseur Fabio Capello. Der ist jetzt ja ihr Trainer. Da hat Dynamo das große Juve ausgeschaltet. Die Bayern hatten sie am Rande des Ausschaltens, als die auf dem Weg waren zu ihrem ersten Landesmeistercup in der Saison 73-74. Das waren ganz heiße Spiele. Trainer in der ganz großen Zeit, der legendäre Walter Fritsch, das ewige Idol von Eduard Geier. An dem hat er sich und seine Trainingsmethoden orientiert. Ah, da kommt noch einer nochmal zurück. Wir sehen, der war fast schon verschwunden in den Katakomben, Carsten Oswald. Und hat er nochmal nachgelegt. So, jetzt auch Brinkmann mit Gelb. Emil Neu. Rafkicek, riskant, was er da macht. Schlaudraff dazwischen. Röster, oh, oh, oh. Da habe ich zum ersten Mal erhebliche Zweifel, ob das wirklich abseits war von Sascha Rösler. Für mich noch gleiche Höhe, aber ist natürlich schwer zu entscheiden. Unsere Kamera stand nicht genau auf der Höhe und Schiedsrichterassistent Guido Kleve, selbst wenn er es falsch gesehen haben sollte, einen hat er heute gut, er hat 29. Geburtstag. Christoph Franke stellt jetzt auch taktisch um. Einer, der abgeschoben werden soll. Da brauchst du aber eine mächtige Schubkarre. Der 2,2 Meter Riese, genauso groß wie Jan Koller. Tomislav Stanic jetzt als Prellbock vorne drin. Mit dem ist man gar nicht zufrieden. Soll den Verein möglichst in der Winterpause wieder verlassen. Hat bislang nichts gezeigt. Bis auf ein Tor gegen Braunschweig. Aber so als System, in Unterzahl vorne, so einen körpergewaltigen Stürmer als Anspielstation für den langen Pass. Das kann funktionieren. Und die Mannschaft ist jetzt auch wacher. Rösler. Aachen wäre gut beraten, jetzt das dritte Tor zu setzen. Sonst wird es hier noch eine heiße Schlussphase. Schukalo. Schlaudraff. Extrem viele Ballkontakte und es kommt fast immer was Produktives heute raus bei Jan Schlaudraff. Sie sind auf einem guten Weg. Die Alemannen
sind ihre Vereinsfarben Schwarz-Gelb, A oder B, Rot-Weiß, 01379 699 699 oder per SMS an die eingeblendete Nummer. Vielleicht gewinnen sie fast 15.000 Euro. Fröhlich, da fühlt er sich wohler im Mittelfeld. Stanic, der neue Mann. Mehr Tore heute Abend ab 23 Uhr in Laola. Auch diese Sendung sei Ihnen wärmstens ans Herz gelegt. Emil Noll. Pinto. Sergio Pinto. Starkes Spiel. Krešić dazwischen und es reicht. Pinto im Doppelpass mit Schlaudraff. Spielerisch ist Alemannia Aachen mindestens eine Klasse stärker. Und wieder war Schlaudraff mit der guten Idee. Direkt wieder zurück auf Pinto und dann Krešić zweimal. Extraklasse. Wird übermorgen 39 Jahre alt. Ignaz Krešić. Oh, nächste Chance und nächste Ecke. Wieder Sergio Pinto. Brinkmann. Aber nur Vorback vorne. Schwer da den Konter zu fahren. So, jetzt sind einige nachgerückt. Ball gespielt. Meier. Schlaudraff. Den kriegen sie nicht in den Griff. Aber da war diesmal keiner. Wieder Jan Schlaudraff. Krönt er seine starke Leistung? Jawohl, er macht. So denke ich. Alles klar. Vielleicht der beste Mann auf dem Platz. Jan Schlaudraff am heutigen Montagabend. Hat immer wieder auch die anderen in Szene gesetzt. Und er macht sein zweites Tor. Ganz allein. Der gehört ihm und keinem anderen. Jan Schlaudraff. 1:0 gemacht, 3:1 gemacht. Er war der entscheidende Faktor. Einer der entscheidenden Faktor. Alemannia Aachen meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Dann war das vielleicht doch nur ein Hänger. Diese drei Niederlagen in den letzten vier Partien. Sie haben große spielerische Klasse in ihren Reihen. Und heute haben sie es umgesetzt, sowohl im Spielvortrag als auch endlich wieder im Ergebnis. Wenn man die heute gesehen hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie konnten die denn zwei Spiele am Stück ohne eigenes Tor bleiben. Das Trainingslager in Holland, das vor allem mannschaftliche Geschlossenheit
wieder herbeiführen sollte. Wo man endlich, weil kaum Verletzte da waren, auch mal 11 gegen 11 im Training spielen konnte. Dieses Trainingslager in Holland hat offensichtlich einen wichtigen Schritt nach vorn gebracht bei Alemannia. Kasper weiter auf Rösler. Jetzt wird's vielleicht sogar noch richtig deftig für Dynamo Dresden. Sie haben vor allem den Ausfall von Kennedy nie so richtig wegstecken können. Das ist ja nicht nur ihr bester Stürmer. Der ist für die gesamte Spielanlage, für den Spielvortrag so wichtig. Den suchen sie früh aus dem Mittelfeld mit langen Bällen. Und da war heute halt keiner, weil Kennedy verletzt ist. Hier regen sich die Fans auf. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal eine Zeitlupe. Da ist sie. Ja, haben beide gezogen. Aber nun wirklich keine spielentscheidende Aktion. Die Fans brauchen einfach jemanden, an dem sie ihr Mütlein kühlen können. So, zieht er jetzt sogar nochmal gelb. Auch gegen Beuchel. Nee. Er wird nur als Kapitän herangerufen, weil da wohl einige Gegenstände in Richtung des Assistenten geworfen wurden. Und Co-Trainer Köhler, der sich da zu kräftig beschwert hatte. Ja, hier sehen wir es. Ja, es ist Fröhlich, der zieht, der hält, der das Trikot im Arm hat. Auch das hat er richtig gesehen. Also, der pfeift hier heute völlig ordentlich, Peter Gagelmann. Das richtig gesehen. Nächster Freistoß. Diesmal durch Schlaudraff. Pinto das Spielfeld ja bereits verlassen. So, hier scheint. So, wir haben. Da müssen wir raus aus der Zeitlupe. Jetzt gelb wegen Schwalbe. Elfmeterreife Situation, aber Gagelmann sagt, das war eine Schwalbe. Wir überprüfen es. Nee, nicht Schwalbe, sondern. Das Nachtreten hat er geahndet. Es wird hier hitzig und aggressiv und das in so einer einseitigen Partie. Kann meine These nur wiederholen. Die Fans eigentlich sauer darauf, dass ihre Mannschaft fast nichts gezeigt hat. Alles schuldig blieb, gerade spielerisch. Und dann sucht man sich dann halt das Männlein mit der Pfeife. So, hier haben wir es nochmal. Ja, dann tritt er nach. Das ist okay. Dennis Gagara. Auch er sieht gelb.
Ich glaube, Peter Gagelmann würde ja gerne endlich auch mal wieder einen Freistoß für Dynamo Dresden geben. Aber die Aachener, sie spielen halt nicht faul. Und fliegt jetzt der Nächste, der Griff an die Hosentasche. Ich glaube, da ist jetzt eine kräftige Beleidigung gefallen. Zack. Tomislav Stanic. Ja, dann will er auch noch. Ja, Junge, wenn du das machst, dir dann noch den Handschlag abholen, dann wirst du 6 Wochen gesperrt. Also das ist ja ein Neueinkauf, Tomislav Stanic. Ja, Scheibenwischer gegenüber dem Schiedsrichter. Also, was will er? Also ein Schiedsrichter, der sich sowas bieten lassen würde, der hat dann überhaupt keine Autorität mehr. Kasper und Schlaudraff. Ja, vielleicht werden sie sich bemühen, den sogar schon vor dem Januar irgendwie von der Backe zu kriegen. Tomislav Stanic. Beuchel. Werden schwere nächste Tage und noch Wochen für Dynamo Dresden. Nicht nur, dass das Team spielerisch weit von der Bestform entfernt ist. Man weiß nicht, wie lange fällt Kennedy mit dieser Bandscheibengeschichte noch aus. Da sind Prognosen immer ganz besonders schwierig. Dann haben sie sich heute selbst geschwächt. Oswald gelb-rot, Stanic glattrot und Schukalo viel zu uneigennützig. Hätte er selber machen können. Steht doch schon frei vom Kasten. Schukalo zu weit. Jetzt natürlich der höhnische Applaus des Publikums. Es ist ein bisschen zu aggressiv hier im Moment. Die Atmosphäre. Und wollen wir hoffen, dass die gut 200 Gästefans hier sicher aus dem Stadion kommen. Denn die haben nun wirklich gar nichts gemacht. Nochmal Wechsel, Ebbers, der bislang unter den Erwartungen blieb. Neuzugang aus Köln für Erik Meier. Taktisch verändert sich da natürlich nichts. Ebbers genauso wie Meier, der Sturmtank vorne drin. Fröhlich. Handspiel, aber Vorteil. Und auch das kein Foul. Alemannia Aachen bleibt sich treu, hopp oder top. Unentschieden haben sie noch nicht gespielt. Und endlich mal bei einer langen Reise quer durch die Republik. Gute Stimmung auf der Rückfahrt. Schlaudraff.
auf den neuen Mann, auf Ebbers. Rechts geht Heidrich. Rösler. Fröhlich schickt Vorbeck. Der Schlusspfiff, pünktlich wie die Mauer. Hier hätte es natürlich Anlass zu Nachspielzeit gegeben, aber die Partie ist natürlich durch. 9 Dresdner hatten einfach keine Chance mehr. Aber 11 Dresdner hatten sie ja eigentlich auch nie so richtig. Alemannia Aachen siegt hochverdient im Rudolf-Harbig-Stadion. Nur ein einziges Pünktchen in dieser früheren Festung aus den letzten 3 Heimspielen für Dynamo Dresden. Und das war heute unterm Strich zu wenig. Sie konnten die Verletzungen von Kukielka hinten und vor allem von Kennedy vorne nicht auffangen. Und wir sind von der ganz fixen Truppe in nur 30 Sekunden die ersten Stimmen vom Spielfeldrand. Oswald, die Emotionen schlugen zum Schluss hoch. Wie bewerten Sie die Leistung des Schiedsrichters? Ja, ich denke mal, da muss man heutzutage ein bisschen vorsichtig sein. Da, ja, man kriegt da schnell vom DFB einen auf den Deckel. Und aber wie gesagt, ich denke, man hat gesehen, er hat vielleicht heute nicht seine glücklichste Leistung gebracht. Ich meine, durch den Schiedsrichter haben wir nicht verloren, aber diese Art und Weise, wie er uns Spielern heute gegenübergetreten ist und die ein oder anderen Pfiff gegen uns, wo er dann die gelben Karten so um sich geworfen hat. Gucken wir uns mal Ihre zweite gelbe Karte an. Das ist, glaube ich, für Sie auch mal ganz interessant zu sehen. Da kommen Sie angeflogen, gelb oder nicht? Ja, wenn der Schiri denkt, das sind zwei gelbwürdige Fouls, dann muss er mich gelb-rot geben. Es ist okay, aber ich denke, er hat mich ganz im Spiel sehr viel auf den Kicker gehabt und so, nur mit seinen Äußerungen und da irgendwann Platz. Was für Äußerung? Ja, das ist, ich denke mal, das lassen wir unter uns. Da sind wir erwachsene Menschen. Das gehört jetzt nicht ins Fernsehen, aber ja, aber ein Schiri, wie gesagt, deswegen haben wir nicht 3-1 verloren. Wir haben einfach schlecht gespielt und über jetzt irgendwelche Leute, irgendwelche Leistungen zu diskutieren, das sollen die Leute beim DFB machen und nicht wir. Danke, Carsten Oswald. Wir sind wieder zurück in Dresden. Da hat die Alemannia aus Aachen mit 3-1 gewonnen. Und wir haben vorhin Interviews gehört schon, dass die Dresdner sauer sind auf den Schiedsrichter. Die Zuschauer waren richtig außer Rand und Band gegen Spielende. Deswegen haben wir nochmal nachgefragt. Alk Galay tut das. Die Wogen schlugen hoch. Ansgar Brinkmann auch bei Ihnen. Sie haben dem Schiri die 35 gezeigt. Nun gib mir doch die gelbe Karte. Fühlen Sie sich benachteiligt? Ja, sicherlich muss man erstmal sagen, wir haben das Spiel heute nicht verloren, weil der Schiedsrichter viel gegen uns gepfiffen hat. Also das haben wir uns selber zuzuschreiben. Wir waren zu zweikampfschwach. Der Sieg von Aachen geht in Ordnung. Sicherlich, denke ich, einige unnötige Entscheidungen. Aber das muss man hinnehmen als Profi. So ist Fußball manchmal. Kommen auch wieder andere Tage. Carsten Oswald sagte, auch die Ansprache des Schiris war nicht in Ordnung. Haben Sie das auch so empfunden? Ja gut, wir sind alle Profis genug. Wir sind lange dabei. Und heute waren ein paar extreme Situationen dabei. Aber zum Beispiel? Ja, zum Beispiel hat ja jeder gesehen heute, ne? Alles gegen uns gepfiffen, die ganzen Grenzfälle. Aber wir wollen uns nicht beim Schiedsrichter beschweren, deswegen haben wir dieses Spiel nicht verloren. Danke, Hans-Herr Brinkmann. Wir sind wieder zurück in Dresden und zwar mit beiden Trainern, Christoph Frankl und Dieter Hecking. Glückwunsch Ihnen zum Sieg. Ja, endlich mal im Osten, oder? Ja, kann man so sagen, endlich mal im Osten. Aber ich glaube, dass wir heute wirklich auch ein gutes Spiel gemacht haben und auch hochverdient hier gewonnen haben. War nicht so zu erwarten. Wir wussten, dass heute viel Gegenwehr auf uns zukommen würde und die Mannschaft hat vieles richtig gemacht heute. Dynamo kam schwer in Fahrt, auch schon im ersten Durchgang. Wir schauen uns auch das erste Tor schon mal an, das in der 34. Minute gefallen war. Und zwar vieles über die rechte Seite war gefallen, aber vielleicht schauen wir uns zunächst einmal diesen Pfostenschuss an und von da die ganze Entwicklung, Herr Frankl. Dann gibt es nämlich einen Einwurf durch Landgraf, ganz viel Zeit für Ihre Mannschaft, sich zu positionieren, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben in dieser Phase zu weit weggestanden von den Leuten und haben sie zu spät gefunden. Nach dem Einwurf gerade ist ja eine Art Standardsituation. Da müsste man ja eben aufpassen ein bisschen mehr, oder? Natürlich ist es so. Ich habe es gerade gesagt beim anderen Sender. Wir sind nicht aggressiv genug in die Zweikämpfe gegangen. Auch das zweite Tor mit dem Rücken zum Tor, ja, kann der, so schön wie es gemacht war von Rösler, muss zumindest geblockt werden. Aber auch im dritten Tor. Kommen wir später zu, wenn ich Sie unterbrechen darf. Der Schlaudraff, Torschütze, auch beim 1:0, der ist ja nur ausgeliehen. Was machen Sie jetzt mit den Gladbachern? Die kommen doch an und wollen ihn zurückhaben bestimmt. Das weiß ich nicht, ob die Gladbacher ihn zurückhaben wollen. Der Jan soll erstmal seine Saison
Saison spielen bei uns und er ist sicherlich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Und ich hoffe natürlich, dass er bei Alemannia Aachen bleibt. Ja, 114 Sekunden später, nach dem 0:1, fiel schon der Ausgleich. Da haben wir genau ausgestoppt nach einem Freistoß. Ja, da gibt es Zuordnung, aber da ist zunächst einmal gut geklärt. Was heißt gut geklärt? Ist gut geklärt von Null in die Mitte? Ja, das ist gut geklärt und genau wie unser Schuss ist das ein super Schuss. Da muss man einfach sagen, einmal kurz den Hut nehmen und sagen, super Leistung von dem Schützen von Wawrczyk. Gibt es nichts dran zu deuteln, tolles Tor. Also sagen Sie gar nichts Ihrem... Nein, sage ich nur, ja, okay. Christian, wenn er den gehalten hätte, das wäre klasse gewesen, aber den konnte er nicht halten. Wawrczyk hat normalerweise in der Stammelf nicht gespielt. Warum eigentlich nicht? Ja, weil Kukielka verletzt ist, der normalerweise in der Innendeckung spielt. Und wir haben es im Sommer schon mal mit den Witthold probiert und heute haben wir es eben nochmal gemacht. Beim 2:1, wenn wir uns das mal anschauen, nach dem Wechsel, war es wieder ein Einwurf. Ist das nicht zum Verrücktwerden für Sie? Genau so ist es. Also wir können uns postieren und stehen zu weit weg. Hier sind wir in Überzahl und er legt sich den Ball natürlich wunderbar auf sein linkes Bein. Aber das weiß jeder von uns, dass er ein Linksschütze ist. Und da müssen wir zustellen. Sie haben ja schon im ersten Durchgang Helking eigentlich ja überlegen gespielt und auch viele Chancen rausgearbeitet, vor allem über die rechte Seite. War das so ein bisschen auch Mittel, um Dynamo zu bringen? Ja, es war ein Mittel, klar, dass wir da auch gesehen haben, dass sie natürlich offensiv auf der linken Seite schon Betrieb machen, Kagara und Ludwig, aber eben in der Rückwärtsbewegung da auf der Seite auch immer wieder Löcher entstehen, wo wir Pinto und Schlaudorf immer wieder darauf hingewiesen haben, dass sie da immer in diese Löcher reinstoßen sollen. Das haben wir dann teilweise sehr, sehr gut gespielt. Und ich sage eben, was das Ernüchternde war, so ein bisschen aufgrund dieser ersten guten 35 Minuten, die wir gehabt haben, dass wir dann doch dieses super Tor gekriegt haben, weil es war eigentlich Ausdruck dessen, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, dass wir in Führung lagen und hätten mir natürlich gewünscht, dass wir auch mit der Führung in die Halbzeit gegangen wären. Und der Willi Landgraf ist jetzt der neue Einwurfgott, ja? Zweimal ja, die zwei Scorerpunkte hat er sich zwar nicht ganz verdient, aber vielleicht macht er das dann im 500. Spiel am Freitagabend und dann gucken wir mal. Jetzt kommen wir zum Schiedsrichter, Herr Franke. Müssen wir natürlich mal nachfragen. Bin auch gespannt, was Ihre Meinung ist. Schauen wir uns zunächst einmal die Szene an. Da hat es eine gelb-rote Karte zunächst einmal gegeben. Hier, gegen Oswald. Einverstanden aus Ihrer Sicht? War ein Foul. Wir wollten Oswald gerade rausnehmen und mit etwas Fingerspitzengefühl ermahnt er ihn dort. Na, ich finde ja ehrlich gesagt, wenn ich gegenhalten darf, das ist ein gelbwürdiges Foul. Das sicher war ein Foul, ich habe es doch gar nicht geleugnet. Das ist die Hauptschuld liegt beim Oswald, weil er dort so hingeht. Aber wie gesagt, wenn mit Fingerspitzengefühl gibt, ermahnt er ihn und wir nehmen ihn vom Platz runter, dann hätten wir mit 11 Mann weiterspielen können. Danach gab es sehr viele Undiszipliniertheiten aus meiner Sicht bei Ihren Spielern. Die waren so außer sich. Die waren, ja, haben den Schiedsrichter als Feind genommen und das ihm auch zu spüren gegeben. Ja, zum Teil berechtigt. Aber wir müssen zuallererst natürlich die Schuld bei uns suchen. Wir haben die Tore analysiert. Dort waren wir, standen wir Pate. Und das müssen wir verbessern. Und die Leistung vom Schiedsrichter können wir nicht unmittelbar beeinflussen. Aber ich denke. Aber schauen Sie mal, wenn der Vorbeck, den haben wir gerade gesehen, der hat den Ball auf den Boden geworfen. Das gibt doch mal eine gelbe Karte. Ja, das war aber eine Folgeerscheinung. Sie müssen die Szene vorher sagen. Das war trotzdem nicht, Herr Franke. Das ist schon richtig. Aber möglicherweise, Sie haben vielleicht auch mal Fußball gespielt, erwartet man, dass er eventuell einen Elfer kriegt, der kriegt glaube ich gelb und das darf er nicht, das wissen wir alle, aber es passiert eben in der Rage des Gefechtes und ich heiße es nicht gut, aber es war sicher auch eine Folgeerscheinung von einigen zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen. Und Scheibenwischer, in Ordnung oder nicht? Habe ich nicht gesehen, weiß ich jetzt nicht, wenn es so war, dann ist es sinnlos. Von ihm, ich war so weit weg, vielleicht können Sie es mir noch mal zeigen. Ja, da haben wir es. Da war er aber schon runtergestellt. Also, Nee. Ja, dann ist es ein Fehler, wird er zur Verantwortung gezogen. Und kriegt dann auch eine Geldstrafe dann auch. Ja, sicher. Was sagen Sie eigentlich Ihren Spielern, wenn jetzt mal nicht so läuft, sich den Schiedsrichter auszuschließen? Sagen Sie sowas auch den Spielern, wenn mal umgekehrt läuft gegen Sie? Ja gut, ich meine, im Endeffekt ist es so, dass der Schiedsrichter entscheidet nun mal und ich unterstelle nie jemanden Absicht und ich muss da bei der Oswald-gelb-roten Karte, woher soll er wissen, dass der Trainerkollege den Spieler auswechseln will? Es ist ein gelbwürdiges Foul, er hatte vorher schon ein, zwei Szenen am Mittelkreis, wo er auch nochmal hingeht, obwohl er gelbwürdig verwarnt, also gelb verwarnt war schon. Das ist dann sicherlich schwierig und natürlich in einer aufgeregten Atmosphäre, wenn man hinten liegt, dann ist man auch als Trainer natürlich aufgebracht und denkt dann auch bei jeder Entscheidung, jetzt muss er auch mal, aber... Letztendlich ist es müßig, darüber zu diskutieren. Ich glaube, dass sich das in der Saison ausgleichen wird. Heute, denke ich, hat er insgesamt seine Linie konsequent durchgezogen. Wir haben auch manchmal draußen gesessen, warum jetzt schon wieder faul. Aber letztendlich hat er seine Linie für mich
durchgepfiffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Interview. Vielleicht geht es schon mit einem anderen Schiedsrichter. Auf jeden Fall, das verspreche ich. In den Burghausen gibt es einen anderen Schiedsrichter. Herr Franke. Ich will hier nichts alles auf den Schiedsrichter abwälzen. Okay, also habe ich auch es gab einige Undiszipliniertheiten, aber durch einige zweifelhafte Entscheidungen hat der Schiri natürlich die Sache ein bisschen angeheizt. Toi, toi, toi in den nächsten Spielen. Ihnen, Sie spielen zu Hause gegen eine Ostmannschaft, gegen Frankfurt Ost, gegen Offenbach. Oh, das haben die Offenbacher jetzt gehört. Vorsichtig. Ja, vorsichtig, genau. Danke Ihnen, ja, fürs Interview.